Hallo und willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu Final Fantasy XII International Zodiac Job System. Hier mit dem Team Panzerknacker am Start wollen wir uns heute an die letzte E-Sport dieses LPs machen. Ich hoffe, ihr schafft ihn in einem Durchlauf. Müsste. Es sind drei Bosses, die wir da jetzt erledigen müssen, um die zu bekommen letztendlich. Aber das sollte machbar sein. Jetzt müssen wir kurz schauen, wo wir jetzt hin müssen. Gehen wir einfach den Weg hier. Natürlich auch komplett ohne Gegner, weil die Gegner sind eh viel zu schwächlich für mich mittlerweile. Naja. Nervt nicht, Mädels. Lasst mich mal machen hier. Ich weiß gar nicht, sind die echt schon so... Obwohl, welches Level sind die eigentlich hier? Gute Frage, ne? Steht nicht da, weil ich keinen Libra an hab. Lololololol. Ach komm, jetzt aber die einfach kurz. So viel Schaden mache ich gar nicht an denen. Geht so. Ich fehlt halt der Flächenschaden so ein bisschen, ne? Gut. Aber immerhin waren das mal eben 5000 XP. Super. Das sind so zwei Gegner in den Hellerminen, aber okay. ja, so ein bisschen hier so runter. Da so runter. Trollalalalalalal. So, da müsste man eigentlich auch schon fast da sein, oder? Das war doch hier irgendwo. Ja, das müsste hier gewesen sein. Genau. Da sind die beiden. Das, was wir letzte Folge vorbereitet haben. Nämlich, dass die beiden hier zurückkommen. Und dann müssen wir mit dem hier mal kurz reden. Moin moin. Rock'n'Mo und Rock'n'Mu berichten, sie haben mir meine Sinne schon etwas trüb. Sie scheinen den Helden die ganze Zeit ich vor mir ihn hatte. Rock'n'Mo, die Stimme der Mutmedaille, hörte er. Rock'n'Mo, die Stimme der Liebesmedaille. Den Namen des Helden, sie flüsterte. Zwei Jahre es her ist, da Nabudis durch die Kraft des Netiziten geweiht dem Untergang ward und aus Strudeln von Myst drei Monster erschienen. Ihre Namen Ragarok, Furie und Chaos sie sind, ihre Kräfte die Welt zerstören sie könnten, der Hume schlechte Taten sie sicher gerufen. Die Zerstörung Nabudis überlebt nach langem Ringen die Monster, tief in den Palast wir banden sie. Die Schlüssel der Siegel in Medaillen drei wir sie wandelten, an sicheren Orten sie wurden verborgen. Doch der Tage lauft, die Myst stark er gemacht. Irgendwann die Siegel brechen sie werden. Dann wir erneut bannen, sie könnten nicht. Zu schwach. Einem Helden die Monster zu besiegen er vermag, diese Medaillen zu geben meine Pflicht es ist. Und wie prophezeit der Held hier sich zeigte. Die Liebesmedaille und die Mutmedaille, als Helden sie priesen dich, nun fehlt die Kraftmedaille noch, verborgen in den Naprius-Sümpfen sie ist. Die Kraftmedaille auf geweihtem Boden Nabudis, im Schrein über der Ewigkeit sie eingeschlossen, auf einen Helden sie wartet doch. Einst es eine Brücke zum heiligen Boden hier gab, doch nichts übrig von ihr, der einzige Weg durch die Sümpfe er führt. Junge Held, die Medaillen der Liebe und des Mutes, sie billigten dich. Würdig du bist der Kraftmedaille, durchquere die Sümpfe, dort erwarten deine Ankunft wir werden. Hinter diesem Wolkenwehr über der Ewigkeit liegt Lust, es geht, Rock'n'Mo, Rock'n'Mu. Gott, das ist anstrengend, das zu lesen. So. Genau, jetzt müssen wir zum ich glaube, das ist hier oben, das. Genau, Overlooking Eternity, das klingt ganz gut. Ist dieser lustige Geheimabschnitt. Also wieder zurück. Und einmal kurz einem aus dem Weg gehen hier. Glaube ich eigentlich gerade sinnvoll? Ich glaube fast nicht. Na egal. Ich bin verwirrt. Ah, lasst mich. Könnt ihr nicht so einen verwirrten Menschen einfach so angreifen? Na, anscheinend könnt ihr ja schon. Wie sieht es denn eigentlich aus? Sind wir halbwegs richtig gelaufen oder total verkehrt? Gute Frage, wo war denn das? War das nicht hier irgendwie am nördlichen Rand oder so? Hier so? Cool Kiste. Cool Kronos hier. Irgendwie hier so? War das nicht hier so? War das nicht hier? Verdammt, wo war das? Nee, da war es nicht. War das da drüben? Nee. Hä? Jetzt bin ich verwirrt. Wo kamen wir denn nochmal dahin? Hm.
Ah ja, macht mal keine Panik. Ah, hier war das. Was stand da gerade? Was war das gerade? Irgendwie stand gerade ein ganz komischer Text über hier drüber. Das war merkwürdig. Aber bester Heal ever. Naja. Halten wir uns nicht mit diesen Kleinigkeiten hier auf. Auf zum... Weiß ich, wie heißt der? MacLeo oder so, ne? Ja, MacLeo. Den finden wir nämlich hier. Dachte ich zumindest. Ah doch. Das war nämlich so der Hinweis, den ich gegeben habe mit dem Krötenvieh. Von den Medaillen der Liebe und des Mutes erwählter Held, tapfer du bist hierher gelangt. Die Kraftmedaille, in diesem Schrein sie ruht. Doch vorher die anderen zwei Medaillen, ich geben dir will. Die Schlüssel zu den Kammern der Monster im Nabudes Palast, sie sind. Ja. Jetzt haben wir nämlich die zwei Medaillen. Dass du es bisher geschafft hast, beweist deine Würde es ist. Auch die Kraftmedaille in diesem Schrein, sie dich billigt. Dem Helden zu geben, die dritte Medaille, unsere Aufgabe es ist. Ruhe, wir werden finden nun, nach Jahren lang. Ragarok, Furie und Chaos, sie niederstrecken, du musst der Totenstadt Nabudes ewigen Frieden ihr schenke. Mein Vertrauen du hast. Na, doch so ein Geist. Es gibt echt viele Geister in dem Spiel. Ist krass. Ja, und haben wir die... Ja, kraftlose Medaille. Die müssen wir nämlich erst aufladen, dass sie wieder Kraft hat, sozusagen. Eigentlich kann man ja auch gut grinden, weil man einfach stehen bleiben muss. Weiß gar nicht, die respawnen ja hier immer wieder, ne? Man könnte ja eigentlich AFK rumstehen. Und die killen ja einfach immer fleißig alles. Gerade das sind wir jetzt eigentlich unbedingt nötig. Das ist übelst unterlevelt jetzt im Vergleich zum anderen Team. Kann man eigentlich schon kaum noch vergleichen, die Teams. Naja. Das soll's, man hat's ja. Gut, wir können. Oh Gott. Wir müssen, glaube ich. Ja, was mir bei dem Team fehlt halt, um das ordentlich hoch zu grinden, sind irgendwie Flächenzauber. Das hat wirklich nur Schwarzmagier in dem Umfang. Na gut, Rotmagier hat auch so ein paar, aber das ist einfach nicht zu vergleichen. Das ist viel, viel, viel weniger. Okay, jedenfalls müssen wir jetzt in die Totenstadt Nabudes. Oh. Genau, gehen wir gleich zum Teleport-Gedöns. Teleport, 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 dopp, die dopp, die dopp. Obwohl, nee, gab's ja keinen Teleport, ne? In die Totenstadt Nabudes. Da musste man, glaube ich, dezent blöd hinlaufen, eine Ecke. Dezent blöd hinlaufen, eine Ecke, ist gutes Deutsch. Put bei Funheim, Naprius Deadlands, genau, gibt's nämlich gar nichts. Na gut, dann buffen wir halt kurz. Ist auch nicht sehr weit, ne? Ah, gut, es geht. Vielleicht nervig, dass das Team hier keinen Protector hat, zumindest. Ja, ich könnte es haben, aber... Naja. Ich will halt noch nicht meine... Wie gesagt, ich will halt nicht diese Esper-Dinger aktivieren, damit ich einen Überblick behalte. Ach cool, wollte es mir nicht, aber schön. Noch, war sogar nochmal ein Accessoire, auch nicht schlecht. So. Ja, nervt nicht. Boah, alter Falter, was ist denn los? Kommt ihr mal klar mit der Welt? Ah, genau. Einmal gerade durch und nochmal gerade durch, dann müssen wir auch schon da sein. Hm? Genau, hier irgendwo. Ende dieses Weges sieht man es schon. So. Und in der Totenstadt Nabudes gab es ja drei so lustige Tore, die versiegelt sind. Und zwar sieht man es nicht mehr. Toll. Fuck, wo waren die?
Doch, da rechts ist eins, da unten ist eins und da links ist eins. Ne, da, wo man so Teleport-Andeutungen hat. Wir gehen erstmal zu dem da rechts. Ich weiß gerade nicht, welches davon jetzt... Welches davon jetzt das ist, was wir direkt machen sollten? Was ist das hier? Ne, wir müssen erstmal den nächsten Abschnitt. Oh, hat das gerade so viel Schaden gemacht. Also ist hier keine Wappel drauf oder was war das? Komisch. Geht's Penelo eigentlich mal hin? Ah, jetzt. So. Nochmal Float aktualisiert. Ich lasse das jetzt aber hier. Die Gegner sind jetzt nicht so stark, dass das jetzt notwendig hätte, sie zu besiegen. Ah! Muss halt bloß mal ab und zu stehen bleiben, um sich zu buffen und zu heilen. Ah, Decoy auch schön. Wir müssen halt noch so ein paar Mal durch den Dungeon durch, deswegen will ich jetzt hier nicht zu viel Zeit vergeuden und gegen die ganzen Dinger kämpfen. Okay. Den Gegner hatten wir auch noch nicht. Den werde ich aber auch nicht angehen. Den könnt ihr vergessen. Verfolgt er mich jetzt? Ernsthaft? Ah, das ist ein normaler Gegner. Na. Foto des Hasses. Die Einkerbung untersuchen. Ja. Hier brauchen wir die Liebesmedaille. Sozusagen der Konter zum Hass. Ich vermute mal, am anderen Ende ist dann die Mutmedaille und in der Mitte die Kraftmedaille, die wir da brauchen. Naja, jedenfalls haben wir erstmal den ersten Teil. Mit einem netten Boss. Sieht nett aus, süß. Schnuckelchen. Das ist so ein Fab eigentlich. Ja, wir haben hier Furie. Ich habe mit dem Team immer noch keine Display-Dinger gekauft, ne? Naja. Okay. Nochmal mal ist nicht. Bunny Slam. Oh, wie oft das Vieh blockt, ey. Ist das nicht dein Ernst? Heroes March. Halt, stopp. Ihr wird alles gedispelt. Das kannst du vergessen, dass du dich irgendwie hochbuffst, du Miststück. Oh, so kann man ihn auch in einer Buffschleife halten. Cool. Cool Story, Bro. Ist das gut? Das sind Gegner, die mir gefallen. So macht Bosskämpfe. Immer Bosskämpfe Spaß. Naja, falsch eingestellte Kämpfe mit zwei Gegnern. Ah, ist schon cool gemacht eigentlich. Ja, das war recht entspannt. Muss man schon sagen. Guck mal, da ist sogar noch eine Kiste. Sieh mal eine an. So, ich guck mal nicht auf die Folgenlänge. Wir ziehen das jetzt ja einfach durch. Weil ich ungefähr eine Peilung habe, wie lange wir jetzt schon aufnehmen. Aber wir liegen noch in einem guten Rahmen. Das war jetzt nochmal der Hinweis, dass die kraftlose Medaille sozusagen ein bisschen leuchtet, sag ich mal. Oder schimmert. So, warte mal, wir haben jetzt eine goldene Axt erhalten. Equipment, das ist dann was für ein Cracker wahrscheinlich. Und sie ist, oh, echt nicht schlecht. Hübsch. Ja, das war's aber hier schon. Ja, danke. So, wenn wir die
diese Medaille hat, muss man auch noch zu dem anderen Abschnittgedönsteil. Und dann nochmal den nächsten Abschnittgedönsteil. Das ist so viel. Für eine Espa. Weißt du, es gibt Espa, da gehst du kurz wohin, schlägst den Boss tot, bist fertig. Und hier musst du erstmal noch drei Sachen vorher machen. Naja. Das heißt, wir gehen mal ganz kurz hier links rum. Da lang. Da lang. Upsala. Und zurück. Und zup, zup. Zibladilu. Upsala. Nein, 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 nein. Böse, böse, böse. Danke. Puh. Anstrengend. Und genau, rechts rum und erstmal den Weg folgen. Wahrscheinlich ist es aber die Kraftmedaillen Spaß. Oh. Ah, ich bin gerade erschrocken, weil ich genau weiß, dass richtig viele Fallen sind. Hatte gerade Angst, dass mein Float nicht mehr aktiv ist. So, guck mal, was wir hier brauchen. Ja. Also hier haben wir es noch nicht. Das ist das für die Kraftmedaille. Das heißt, wir müssen einmal weiter zurückgehen im Dungeon. Da hätte ich es auch gedacht. Oh, halt. Ja. Ich sage, oh, halt. Und in dem Moment laufe ich in eine Falle. Weil ich gerade gemerkt habe, dass mein Float weg ist. Das nenne ich mal Skill. So. Einmal zurück. Waren ja auch nur 5000 HP, die Falle abgezogen hat. Geht schon. Und dann einmal rechts. Links. Und wieder rechts. Moin, moin. Also die Gegner sind mittlerweile echt schon süß. Ne? Ich muss es ab und zu gegenheilen, aber ansonsten muss ich mir echt keinen Kopf machen. Naja, die Pforte des Grauens, da haben wir eben die Mutmedaille. Und auch hier erwartet uns natürlich wieder ein Bosslein. Wobei ich vor dem schon etwas mehr Angst hätte als vor dem anderen. Hm. Natürlich wieder Dispel, weil es Spaß macht, auf den Bossen Dispel zum Kopf zu hauen. Oh, sehr süß. Das war ja fast Schaden. Okay, interessanter Kampf. Er hat zwar viel Leben, aber bisher kommt gar nichts von ihm. Oh, Immobilize. Hm, und... Ah, okay. Warte mal. Esuna ist hier gerade das Wichtigste. Das war, glaube ich, die Fähigkeit, wo der uns debufft, ne? Schön gemacht mit dem Esuna. Gut geteilt eigentlich. Geht das auf sie oder? Humbaba Mistend. Ja, geht auf Ash. Oh. Ah, dann halt nicht. Ich wollte gerade sagen, wo bleibt das Kura? Macht auch gerade viel Schaden. Obwohl er ungebufft ist. Komm klar mit deiner scheiß Welt. Junge, 10 Hits, geht's noch? Naja, trotzdem geschafft.
hat er immer so ein 10-Hit-Kombo. Ich glaube, es geht bis 15 oder so, oder? 16? Irgendwie sowas. Ja. Also wie man sieht, ist er schon ein bisschen auf witzig gemacht. Puh. Jetzt bin ich mal gespannt, ob wir auch den letzten Boss einfach so locker flockig wegknallen können. Ach guck mal, da bekommen wir sogar hier die Map aufgedeckt. Interessant. Naja. Wir haben es zwar nicht unbedingt nötig, aber was wir haben, das haben wir. Skate Mode. Ah, toll. Sehr, sehr lieb von ihm. Na gut. Also, wir müssen zurück. Da, wo wir vorhin schon waren, an dem Kraftmedaillentor. Und da jetzt unsere aktivierte Kraftmedaille einsetzen. Und dann kommen wir endlich zum letzten optionalen Boss. Erstmal. Also. Ne? Puh, hat auch lange genug gedauert. Ah, Protect, Bubble. Haben wir's? Nee. Ja, reicht jetzt. Rennt! Flieht, ihr Narren! Naja, jedenfalls. Achso, dann sieht man jetzt auch den Raum, den letzten. Na toll, hat sich richtig gelohnt. Also zweimal rechts, ist gut. Moin. Entschuldigung, hab's eilig. Hallo, na, was geht so? Und bitte einmal abschließen. Mit der Kraftmedaille. Weil es im Englischen ja heißt, fast schon Machtmedaille. Also, Medallion of Might and Magic. Naja, man darf gespannt sein, ob wir das einfach so schaffen. Gegen einen, was werde ich mich auf jeden Fall noch fix schützen. Glaube ich. Oder? Na, ah, besser ist. Und zwar, was haben wir denn hier eigentlich? Er hat einen Selbstwing. Sie hat einen Nijin Belt. Müssen wir mal kurz gucken, was dagegen geholfen hat. Oil, bla 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 bla. Ah, hier. Ich hat. Ach guck mal, der hat gerade aktuell gar nichts eigentlich. Okay, was geht mir denn der dann Schönes? Vielleicht. Haben wir da was? Eigentlich nur Cat Air. Hoodie. Kann ich hier sowas? Ah. Nee. Cat Air. So. So, wir können nämlich nicht mehr angreifen. Ach, siehste. Schön, dass Elch dann im Kampf ist. Hat ihr irgendwas, was uns was bringt? Shades of Black höchstens. Und Soul Eater. Gambit, zack. Party Leaders Target. Ah, Quatsch, nee, jetzt müssen wir machen einfach. Soul Eater. Wo haben wir denn Fähigkeiten? Naja, Soul Eater, zack. Dann brauchen wir bei ihm bestimmt auch was anderes als Attack. Ja. Macht Sinn, ne? Was haben wir denn Schönes? Oil, Break, bla 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 bla. Vanish, Reflect, Balance. Hat irgendwie nicht so geiles Zeug. Oh, was haben wir hier hinten noch? Stamp, nee. Ich glaube nicht, dass er gegen Gravity
verwundbar ist. Ist auch ein sehr physisches Team hier, also es ist gerade schwierig, überhaupt Schaden rauszubekommen dann. Na doch, warte mal. Wenn du nichts Besseres zu tun hast, machst du bitte einen Dark Gar. Naja, wollen wir mal. Na, man sollte sich vielleicht zuerst um die Elemente kümmern. Also, Black Magic, nehmen wir mal Technics, Soul Eater. Fangen wir ruhig mit dem hier an. Penelo macht bitte erstmal ein Dispel. Haha, Dispel Gar wollte ich gerade sagen. Offenbar nicht. Na, wir hauen aber erstmal von dem Buffs weg. Oh, der erste ist schon tot. Das war ja easy. Die halten ja echt nichts aus. Okay. Soul Eater, machen wir das nächste. Au. Das hat mir zu viel Schaden gemacht. Das ist ja fies. Au, der. Cool, 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 cool. Warte mal. Bin stark dafür, dass du mal kurz ein Allheilmittel wirfst. Was immer es ist. Hier. Weil ich gerade nicht weiß. Ne, wirf mal eine X-Potion. Echt? Und du machst bitte ein Esuna. Auf Eich. Aerora. Hat das Esuna gerade echt nicht geholfen? Ah doch. Aber sie ist eh gleich tot. Weil irgendwie macht das sehr viel Schaden. Also irgendwas macht einem sehr viel Schaden. Oh, nice Block. Kuraga, go, 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 Kuraga. Dankeschön. So, Wildness, Quatsch. Technics, Soul Eater. Ah, plus Shell und Protect, halb so schlimm. White Magic. Eigentlich muss ich die mal wieder Dingsbumsen zeugsen. Wir machen mal nur einen Kura. So. Ah, cool. Mach mal bitte nicht auf den Boss. Mach erstmal das kleine Zeugs weg. So schön, dass du Schaden machst, aber das tut zu sehr weh. Wollte gerade sagen, wo bleibt mein Kura? Alter, Alter. So, bei 4. Du darfst dich heilen, wenn du magst. Echo Herbs bei 4. Und Soul Eater. Das Vieh erstmal. Oh wow, das war etwas Auert. Trotzdem erstmal ein Soul Eater. Ich will erstmal das letzte Vieh da weg haben. Nee, kein Decoy. Mach erstmal wieder ein. Nee, mach mal eine Heilung. Hot Magic Kura. Auf Elch bei 4 heilt sich einfach mal mit einem Echo Herb. So. Oh, das war sehr nice getimed. Also wir machen Schaden an ihm, ob man es glaubt oder nicht. Vielleicht nicht so viel, wie ich es gerne hätte. Oh, naja. Bei 4 hat halt auch nichts wirklich Gutes aktuell. Technics, Pulse, Neurologie, Horologie, Stamp. Nee. Ah, Steel kann er mal noch machen. Macht ja eh nicht so viel. Ach, Sister. Penelo könnte auch mal ein Display raushauen. Oh, das könnte jetzt ganz schön Aua machen, warte mal. Heil dich mal. Taurus Camp, ja super. Gut. Kuraga auf Elch. So, wir haben ihn jetzt gedispelt, ne? Ja, super.
eigentlich gut machbar, muss man sagen. Dafür haben wir hier nicht mal so viel Schaden wie das andere Team. Das andere Team hat auch viel mehr raus. Mit Fran als Black Mage. Ich muss halt hier bloß sehr viel gegenheilen, weil Penelo halt unheimlich schnell Soul Eater macht. Aero, ja. Das ist der große Angriff von dem. Bin ich mal gespannt. Irgendeine Konfus? Nein, ist nämlich ein Nebeneffekt. Oh, 4 Jahre ist nicht so geil. Ist natürlich klar. So, bei 4, du machst bitte gleich weiter. Mit Äther auf Penelo, dass sie uns nicht die Heilung wegkriegt. Und du machst. Ah, nee, mach mal. Das war's so. Ich weiß schon, wie wir Penelo gleich heilen werden. Nein, mach da keinen Decoy, bist du bescheuert? Also ja, es ist ja richtig, aber... Warte. Ja, buff erstmal. Ich sag mal, ist die gerade irgendwie total bekloppt im Kopf oder was soll das? Ich meine, ich hab doch die Gelbe nicht so eingestellt, dass sie erst bufft. Ja, das erste ist Heilung. Was ist das denn? Ich meine, Decoy ja, aber der protect gar nicht. So. Und dann machen wir mal. Lösen wir mal kurz das Problem hier. Siphon auf Ash. Na, gleich wieder eine Kuraga, sie hat ja eh. Genau. Oh, nice hier. Wie sieht es eigentlich aus? Wie viel Leben hat er noch? Also wie viel hat er irgendeine Buff drauf? Man sieht das halt immer so schlecht. Nee. Enrage. Oh oh. Mach mal bitte keinen Soul Eater. Oh, Alter. Chill, Junge. Okay, sie darf mal kurz einen Protect machen. Irgendwann mal. Hallo. Lass dir mal nicht so viel Zeit, ey. Okay. Aero, ja, ist zwar bitter, aber... Müssen wir jetzt mit auskommen. Kura auf Elch. Das direkt nach dem Aero, ja, ein Kura rauskommt. Das Enrage ist schon wieder böse, weil der... so schnell angreifen kann dadurch, dass ich kaum gegentanken kann. Ja. Nicht cool. Nicht cool, nicht cool, nicht cool, nicht cool, nicht cool. Aber hat er gerade einen Angriff? Ah, sein Kufus ist schon weg. Sie macht ja schon einen Kura, das heißt, das Soul Eater können wir wohl durchhauen. Wo ist der Heal jetzt geblieben? Irgendwie war der jetzt weg. 1, 2, 3, 7. Und dennoch hat sie noch irgendwie... Ja, das Decoy dauert gerade wieder viel zu lang. So, direkt ein Kuraga. Und du machst weiter mit deinem normalen Angriff, bitte. Und direkt noch ein Kuraga. So, sind nicht mehr viele Angriffe, dann haben wir es auf jeden Fall geschafft. Noch einer. Natürlich kriegt sie in dem Moment in Disable drauf. Ist das sein Scheiß Ernst? Nee, warte. Du machst eine Esuna. Du machst bitte eine ein Elixier. Macht Sinn, oder? Natürlich macht er jetzt noch ein Aero, ja. Na klar. Ey Junge, ich stirb. Du hast kein Leben mehr. Meine Güte, kann ja nicht so schwer sein, den mal noch zu finishen. Ein Hit fehlt hier noch. Einer. Endlich.
Ja, zumindest den konnte ich noch relativ gut schaffen. Da war ich gar nicht so schwer. Eigentlich war das hier bloß schwer, weil ich keinen Schwarzmagier in dem Team habe. Und er hat auch keine Elementschwäche, außer Erde, wo es keinen offensiven Zauber gibt. Man könnte den nur mit Flair und sowas schädigen. Und das habe ich halt nicht ohne Schwarzmagier. Super, oder? Deswegen ist das halt auch ganz böse hier. Also mit dem Team habe ich echt Probleme mittlerweile. Nicht nur, weil es unterlevelt ist, weil es nicht schnell grinden kann. Sondern auch einfach, es fehlt der Damage-Output. Es gibt Mittel und Möglichkeiten, ne? Klar, aber dafür fehlt mir das Equipment. Gut. Wir müssen doch bestimmt noch mal eine Kiste geben, oder? Wenn dann ja wohl hier. Ah ja. Mega-Elixier, ja super. Und wir gucken uns erstmal an, wo es die lustigen Lizenzen gibt. Wir haben Chaos-Lizenz. Super. Das heißt, bei ihm wird das hier oben durch Zodiac freigeschalten. Oder Belias, das weiß ich gerade nicht mehr. So, wie sieht das Vieh aus? Ist das da unten? Aha. Ah, beim Time Mage ist es HP. Dann ist ja wohl das hier durch Zodiac, weil es war nicht Belias, glaube ich. Das muss ich mal nachschauen, das habe ich nicht so ganz gemerkt. So, hier ist es... Ach, bei Friends sind es die Magic Power Dinger, aber sie hat ja eigentlich keine Magie, von daher ist es irgendwie sinnlos. Beim Breaker haben wir... Nix. Beim Ulan... Ah, die Guard-Zauber. Weil es ja auch bloß um Aerogar geht, weil Bio... Na gut, Bio stimmt, gibt's auch noch. Aber ihr fehlt halt eh die Magic Power, von daher ist es eher nicht so toll. Sie hat überall Physical Attack Damage, aber... Von viermal kleine Magic Lore ist halt nicht viel zu erwarten an Magic Power. So, Red Mage bekommt... Oh ja, Ultima Blade. Ragnarok nicht. Das muss dann auch Zodiac sein. So hat man halt ein sehr gutes Ausschlussverfahren, ne? Wenn man bloß noch einen übrig hat, den man nicht hat, eine Esper, liegt das nahe, dass es dann dadurch freigeschalten wird. Weil es auch hier... Ah ja, stimmt, das war der Knight. Na gut. Gucken wir uns das kurz mal unter Status an. Hier unten haben wir jetzt nämlich alle, außer dem 13., der sozusagen geheim ist. Wir fehlen auch noch... zwei Fähigkeiten, nämlich hier die Fähigkeiten von dem Edel und noch irgendwas. Keine Ahnung, wo man die findet. Eigentlich auch nicht so wichtig für den Durchlauf, weil die Fähigkeiten braucht man irgendwie doch nicht so sehr, wie ich dachte. Also die sind ganz nett, aber naja. So, bevor das hier noch weiter Äther verschwendet, gehen wir raus. Achso, ich muss noch zurückstellen auf normale Angriffe. Das ist, glaube ich, fast der einzige Gegner, der Angriffe sperrt. Ich muss kurz überlegen, wie wir am besten zurückgehen. Wir wollen ja als nächstes, gehen wir nach Abanastre, um uns da zum Flugschiffterminal zu begeben. Obwohl Bujerba wäre kürzer eigentlich. Naja, gehen wir nach Bujerba. Gambit, Spathia, nicht mehr Train, sondern Attack. Nicht mehr Soul Eater, sondern Attack. Soul Eater, bla 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 bla. Und bei ihr kein Dark Gar, sondern Attack. Wer hätte es gedacht? So, gehen wir da jetzt. Was ist denn jetzt kurz? Das ist im Silikawald. Gehen wir in den Silikawald. Müssen wir nämlich bloß einmal links rum, dann einmal komplett durch und dann nochmal komplett durch. Und hier müssen wir zweimal komplett durch. Und noch ein Stück in. Ja, gut, es nimmt sich eigentlich gar nichts. Ist genau in der Mitte. Super, wie ich sowas liebe. Hi. Schwupp. Ach, das ist schön. Dass ich zumindest mal alle Esper habe, bis auf den letzten.
Aber wobei ich ja weiß, wo der steht. Ich habe ihn bloß nicht besiegen können. Beziehungsweise fehlt mir die Zeit dafür, mich so weit vorzubereiten. Ah, das ist halt so schlimm. Wie gesagt, ist ja eher ein Casual-Durchlauf, um mal zu... die Dinger hier auszuchecken, die ganzen neuen, tollen Klassen, die dann kommen. Wenn ihr das den Part seht, morgen, weil morgen ist der 11. Ja, also für euch. Oh, ich laufe verkehrt. Halt, zurück. Und da lang. Oh ja, heil halt. Ja, stirb halt. Kann auch übertreiben. Na, ist egal. Einfach geradezu, oder? Ja. Ah, er hat keine Dinge mehr. Hä, wo bin ich denn? Ah, verkehrt. Mach mal bitte Float, du Low. Float, Float, Float ist eine Time Magic. Geht's eigentlich bloß darum, weil ich genau weiß, dass hier viele Fallen stehen. Ja, und sie sind voll reingelaufen. Sollte vielleicht mal diesen Ernie-Saut besser üben. Naja. Links, rechts und dann rechts. Also links. Rechts. Ja, nerv nicht. Hat er gerade 12 Schaden gemacht? Echt so viel? Krass. Okay, wie es gerade irgendwie so komisch vorbeigeglitscht ist. Sah irgendwie komisch aus. Deswegen habe ich ja gesagt, sie ist komisch vorbeigeglitscht, ne? Weil es komisch aussah. So, schön, dass wir uns geklärt haben. Schön, dass wir Chaos haben. Oder Chaos, je nachdem. Übrigens ist irgendwie der Name von einem Antagonisten aus Final Fantasy 1, habe ich gelesen. Trivia-Info, Bildungsauftrag erfüllt. Wobei ich mich nicht daran erinnern kann, dass im ersten Teil. Ja, wobei ich habe den ersten nicht ganz zu Ende gespielt. Ich weiß nicht, ob da was kommt. Ha. Naja. Jedenfalls dürfen wir uns dann hier zur Strahl begeben. Und mit der Strahl gehen wir dann in dem nächsten Part in den finalen Teil, nämlich in die Luftfeste von Bahamut. Wo uns auch dann der Bossgegner erwarten darf. Dementsprechend, vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Bis dahin und tschüss.